Ja, von mir aus gern. Ja, hurra! Oh, ich freue mich ja so. Schnell zu den Chocobos. Schön ruhig hier. Lasst uns hier ein Foto machen. Eine gute Wahl. Also los geht's. Fotozeit. Das Foto solltest du unbedingt aufheben. Die Chocobos freuen sich, dich zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Willkommen auf der Chocobo Ranch. Vielen Dank für deinen Besuch. Lasst nichts liegen. Okay. Was essen. Hey, habt ihr das gehört? Ja, das klang nach einem Hilferuf. Nott, wir sollten die Umgebung absuchen.
Ab ins Bett. Klingt gut. Gutes Foto. Hey. Na? Oh Mann, was ist das denn? Ein Chocobo? Der ist ja riesig. Oh, du bist zu schwer. Alles okay? Können wir dir irgendwie helfen? Der Vogel scheint es sich bequem gemacht zu haben. Normalerweise bringe ich ihn mit Futter zum Laufen, das ich vor seiner Nase baumeln lasse. Du brauchst Futter? Einen Moment. Willst du nicht? Normales Gemüse verweigert er. Er frisst nur Hochwertiges. Oh. Klingt ganz wie unser Prinz. Nee, nee. Nock rührt doch nicht mal hochwertiges Gemüse an. Ach, seid still. Fragen wir mal bei Wiz nach. Vielleicht verkauft er auf seiner Ranch auch Spezialfutter. Habt ihr das gewusst? Dass Chocobos so dick werden können? Nein. Ich frage mich, wie das passiert ist. Chocobos setzen eigentlich nur Schwerfett an. Wirklich? Oh Mann, ich wünschte, ich wäre ein Chocobo. Auch wenn das Mädchen nicht in Lebensgefahr zu sein schien, sollten wir ihr trotzdem Futter bringen. Heil angekommen. Der unverwechselbare Geruch von Chocobos. Also gut, wo bekommen wir Futter für den Piepmatz her? Fragen wir den Verkäufer. Er kann uns sicher helfen. Ich bin echt froh, dass es hier auch eine Unterkunft gibt. Na, womit kann ich heute dienen? War mir ein Vergnügen. Frisch, aromatisch und gesund. Ein Chocobo freut sich sicher darüber. Ja, bestimmt. Also zurück zur jungen Dame damit. Sie war äußerst ungewöhnlich gekleidet. Und ich frage mich, was es mit ihren Ohren auf sich hat. Ihren Ohren? Nicht bemerkt.
Zunächst müssen wir sie aus ihrer La- Hey, wir haben Futter mitgebracht. Bitte, legt es dort drüben ab. Sachte, sachte. Ihr wart meine Rettung. Ich danke euch. Vielen, vielen Dank. Wie? Ach was. Gehört zum Job als Jäger. Den Leuten in Not zu helfen. Sieh an. Ein Jäger durch und durch. Jäger? Ja, wir jagen gefährliche Bestien und so. Ach so. Ihr seid also Abenteurer. Mein Name ist G-May vom Stamm der I. Stamm der I? Ihr kommt wie gerufen. Ich habe nämlich den perfekten Auftrag für Abenteurer wie euch. Wisst ihr, hinter diesen großen Mauern hier in der Nähe geht nämlich etwas Furchtbares vor. Welche Mauern? Meinst du die imperiale Basis? Dort bereiten sie eine Beschwörung. Das bedeutet die Manifestation eines Primal vor! Ah ja. Primal wie? Vermutlich eine Art Gott. Was bleibt ihr so ruhig? Habt ihr überhaupt eine Ahnung, was geschieht, wenn hier ein Primae auftaucht? Ihr müsst mir helfen, sonst ist diese Welt im Untergang geweiht. Bitte! Okay. Vielen Dank. Hier, nehmt diese praktische Kontaktperle. Damit können wir jederzeit in Verbindung bleiben, okay? Hey! Tschüss! Wir sehen uns später wieder. Auf gute Zusammenarbeit, liebe Abenteurer. Hey, was? Und schon ist sie weg. Das war vielleicht ein Energiebündel. Die hat uns ja gar keine richtige Wahl gelassen. Was sollte das Gefasel von Abenteurern? Das weiß ich nicht. Aber das Imperium und Götter sind keine gute Kombination. Also auf zur Basis? Wir können das Mädchen schließlich nicht hängen lassen. Ja, ihr habt schon recht. Auf zur Basis, Jungs. Hallo. Ich bin weiterhin auf der Suche nach Erkennungsmarken. Falls ihr unterwegs welche findet, dann bringt sie mir bitte. Es ist mitten am Tag. Bin trotzdem müde. Hey.
Neuer Tag, neues Glück. Ja. Auf geht's. Latschen. Deine Perle klingelt. Wie gehe ich da ran? So? Ja, ich höre dich. Sehr gut. Jetzt können wir jederzeit miteinander reden. Schon, aber... Ach, wo bist du jetzt? Im Innern der Mauer. Ich habe den idealen Ort gefunden, um die Schurken zu beobachten. Du siehst sie? Wir sind unterwegs. Bleib versteckt. Okay, aber seid vorsichtig, Abenteurer. Angeblich kommen hier nachts irgendwelche Nichtsgesandte hervor. Fürchterlich, darum solltet ihr unbedingt bei Tageslicht kommen. Lasst nichts liegen. Okay. Los geht's! Hier würde ich gern ein Foto machen. Klar, nur zu. Okay.
will was essen. Sollen wir einkaufen gehen? Auf geht's. Lasst uns hier ein Foto machen. Eine gute Wahl. Also los geht's. Fotozeit. Bilder mit uns allen drauf finde ich am besten. Bis zum nächsten Mal. Tachchen. Besten Dank. Schönen Dank. Lasst nichts liegen. Okay. So, los geht's. Da wären wir also. Vorwärts.
Diese Marke gehört nach Hause. Wow. Lasst nichts liegen. Okay. Los geht's! Also los, Bewegung. Das sollte als neues Gemüse durchgehen, denke ich. Echt? Dann sollten wir es Wes zeigen. Na dann mal los. Hey Nocht, über dir! Hasta la vista! Wie wär's mit einer Pause?